Powered by TBF, Global Asset Management. Am Wochenende war der SSV Reutlingen zu Gast auf der Thalwiese. Der direkte Konkurrenz im Abstiegskampf benötigte ebenfalls heute drei wichtige Zähler, um auch für die kommende Saison in der Oberliga zu spielen. Das versprach ein spannendes Spiel zu werden, denn beide Mannschaften wollen unbedingt diese drei Punkte mitnehmen oder daheim behalten. Die erste Möglichkeit über Albert Marley, aber da ist der Torhüter der Gäste noch rechtzeitig zur Stelle und kann den Ball parieren. Die nächste Möglichkeit wird schon gefährlicher. Matt mit dem Ball nach außen, dieser kommt scharf in die Mitte und Marley mit dem Seitfallzieher ins Tor. Da geht die Thalwiesenelf nach 27 Minuten in Führung. Ein wichtiger Treffer des Offensivspielers der Roten. Und es ging weiter. Wir sind noch in der ersten Halbzeit. Rielersing erneut mit einer Chance. Es geht wieder über Albert Marley. Der mit dem Distanzschuss, aber der geht doch ein kleines Stückchen am Tor vorbei. Dann sind wir schon in der 80. Minute und die Gäste, die gleichen plötzlich aus. Mit einer starken zweiten Halbzeit, aber wenig sehr guten und konkreten Chancen, ist Reutlingen dann die stärkere Mannschaft in der zweiten Hälfte und hat den verdienten Ausgleichstreffer in der 80. Minute erzielt. Aber Rielersing kam auch nochmal in der 82. Minute zunächst pariert, aber der Nachschuss, der wird auch wieder pariert. Es bleibt beim 1:1 auf der Thalwiese. Und das Ergebnis ist am Ende auch gerecht und somit können beide Mannschaften nur einen Punkt mitnehmen.